geklappt. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Was sind wir denn hier? Ey, das war ja selten schlecht. Moin ihr Lieben, grüßt euch. Ich werde mich mal erstmal hinsetzen, bevor wir gleich direkt zum Haus fahren. Eine Minute Zeit für ein, zwei Wörter, die ich loswerden möchte. Also erstmal, ich habe lange überlegt, dieses Video zu machen. Habe mich denn dafür entschieden. Der Hauptgrund ist einfach, oder die zwei Hauptgründe sind, zum einen, weil ich stolz auf das Ganze bin. Das möchte ich nicht verschweigen und das euch auch gerne mitteilen möchte. Und zum anderen, weil ich es einfach so sehe, ich nehme euch auf alle Sachen mit. Ihr habt mich von Anfang an begleitet bei allen Sachen, die passiert sind, die ich erlebt habe seit meiner, ja, ich sag mal, Online-Zeit. Und deshalb möchte ich euch auch hier das Ganze nicht irgendwie, möchte euch hier nicht außen vor lassen und irgendwie irgendeinen Scheiß erzählen, warum ich, ihr werdet ja sehen, dass ich in ein Haus einziehe irgendwann. Da möchte ich euch auch keinen Scheiß erzählen, dass ich, keine Ahnung, das gemietet habe oder so. Das soll einfach real sein. Und ich möchte einfach euch danken auch in diesem Video. Wisst ihr, ich habe angefangen mit YouTube, da habe ich Hartz IV empfangen. Ich habe das immer nicht so gesagt, ich habe Hartz IV empfangen, die Jungs habe ich immer dafür lächerlich gemacht. Immer wenn ich irgendwas gesagt habe, was die nicht wollten, auf Insta und eine Story, haben die immer schnell gerufen, Hartz IV. So, und dann ich, ja, ihr Wichser, konnte ich nicht hochladen. So, also habe dann vor meinem ersten Cash meine YouTube, oder vor meinem, mit, eigentlich meinem, ja, also ich hatte 1, 2000 Tacken auf dem Konto, habe das in YouTube investiert, in mein Equipment und habe angefangen. Und was der Kern von dem, was ich jetzt sagen möchte, einfach ist, dass ich mir bewusst bin, wem ich das zu verdanken habe. Natürlich auch ein, zwei anderen Personen, denen ich das persönlich sage, aber zum allergrößten Teil auch euch natürlich. Und darüber bin ich mir bewusst und ich bin dankbar dafür. Ich danke euch von Herzen, jedem Einzelnen, der mich auf dem Weg begleitet hat. Ich hatte auch Angst, das hier zu erzählen, generell das zu erzählen mit dem Haus, weil es einfach viele Neider gibt, aber letztlich weiß ich, wenn es mir jemand gönnt, dann seid ihr das. Mit Sätzen in den Beschreibungen wie, hau mal mehr Werbung rein, wir gönnen dir das und so. Also ich bin einfach, ich wollte von Herzen Dankeschön sagen und ich hoffe, es kommt so rüber. Wir werden jetzt zum Haus und ich hoffe, ich werde da die meisten Fragen klären können. Ihr werdet nach und nach einige Sachen über das Haus erfahren natürlich. Falls noch Fragen offen bleiben oder ihr einfach nur irgendwas auf dem Herzen habt, was ihr sagen möchtet, haut es in die Kommentare. Für weitere Fragen werde ich noch ein weiteres Video machen. Es wird noch mehrere Videos geben. Das Haus ist noch im Rohbau. Ja, und das, jetzt fahren wir erstmal zum Haus und ich zeige euch das Haus und ich freue mich. Kommt rein in mein neues Heim. Also, danke erstmal fürs Einschalten. Ja, wie der Titel schon sagt, ich habe ein Haus gekauft, zusammen mit meiner Freundin allerdings. Das muss ich direkt am Anfang zuerst sagen. Ich werde euch versuchen, mit sämtlichen Fakten in diesem Video zu füttern, nach und nach. Und wenn ich was vergesse, schreibt es, falls es euch was interessiert, was ich hier nicht sage, bitte in die Kommentare. Es wird auf jeden Fall noch ein Video kommen und natürlich auch ein Video im Kompletten so. Also das ist jetzt ja Rohbau, das Haus ist jetzt neu gebaut, 2021, und deshalb, hier kommt noch alles rein, Estrich wird gegossen und. Ja, dann will ich euch jetzt erstmal durchs Haus führen. 131 Quadratmeter Wohnfläche. Wir haben ungefähr knapp über 300, 320, also muss ich aber nachgucken. Wenn ich mich ganz doll geirrt habe, werde ich es im nächsten Video nochmal sagen. 320 Quadratmeter Grundstück. Endreihenhaus, von außen kann ich leider nicht filmen. Verständlicherweise soll nicht jeder wissen, wie es von außen aussieht, damit das nicht jeder weiß, wo ich wohne natürlich. Und 3 Etagen, wir führen euch jetzt durch. Das hier tatsächlich, ich muss sagen, ich bin auch nicht so, ich finde es inzwischen geil, aber es ist eine sehr moderne Variante, ein Haus zu bauen. Hier, man kommt rein in die Bude, es ist direkt Küche am Start. Hier wird dann auch mein Twitch-Stream sein, hier kommt eine Kücheninsel rein, alles hier. Übelst geil, also der Twitch-Stream wird übelst aufgewertet. Dann haben wir hier so ein Eckfenster direkt am Anfang. Genau. Da oben, hier im Erdgeschoss, haben wir auch noch Fensterwände. Wir müssen es leider natürlich auspixeln, sonst sieht man... Ja, hier haben wir direkt eine Speisekammer. Und natürlich, ihr kriegt eine Roomtour, wenn das hier fertig ist, natürlich auch noch. Das ist jetzt nur, damit ihr eine reine Vorstellung habt, damit ihr den Vergleich wieder später aussehen werdet. Aber ich werde euch schon mal so in meine Überlegungen mit reinnehmen. Wir werden uns natürlich auch kurz den Garten noch angucken und so. Hier haben wir erstmal eine Speisekammer. Direkt hier ist auch hier Wärmetechnik. Da hinten ist die Besenkammer, wo Holle dann wohnen darf. Ganz like Harry Potter, wenn er böse war. Ich bin nie böse. Ja, jetzt gehen wir mal hier weiter. Ist alles noch ein bisschen unklar. Hier ist ein kleines Gäste-WC. Und ich liebe Gäste-WCs. Ich schwöre es euch, ich liebe generell scheißen gehen auch. Und ihr kennt das Feeling. Und ich mag das auf kleinen Toiletten. Das hat irgendwie Charakter, auf kleinen Toiletten scheißen zu gehen. Und hier, seit ich kleiner Junge bin, liebe ich scheißen gehen. Hier wird unser, wissen wir noch nicht. Ehrlich gesagt, wissen wir noch nicht. Also, man muss ja auch gucken, wir kriegen jetzt ein Kind. Wir wissen noch nicht, ob das ein Weinkind wird, ob das ein ruhiges Kind wird und so. Deswegen müssen wir bei ein paar Sachen noch, wie Schlafzimmer genau neben Kinderzimmer. Ja, nein, es stehen noch viele Fragen offen. Aber hier wird eventuell einfach Esszimmer sein, eventuell auch mein Streamingzimmer. Dann müsste hier noch eine Wand zwischen. Das ist aber alles noch nicht ganz klar. Hier ist halt dementsprechend dann gleich der Garten. Wir haben eine kleine Terrasse. Komm, wir gehen erstmal einmal kurz auf... Ach, scheiße, hier kommen wir nicht durch.
So, ich nehme einmal selber das Zepter in die Hand. Der Boss. Eine ganz kleine Unterbrechung für Zec Plus. Zec Plus ist auch am Start und unterstützt dieses Video natürlich. Und diesmal mit Crystal Ray. Crystal Ray für alle die, die keinen Bock haben auf diesen Standard-Eiweißgeschmack, wie alles von Vanille bis Schoko, sonst was liebe ich, aber manche lieben es nicht. Das hat dann sowas einfach wie Cola oder ich glaube Waldmeister und Kirsche war auch noch und hat einfach nicht diesen Eiweißgeschmack. Gönnt euch, hau ich in die Videobeschreibung, jetzt geht's weiter im Video. Also, wir haben hier vorne, ich zeig's nur mal kurz, wir haben hier vorne auch so eine kleine Rasenfläche direkt vom Haus. Viel mehr kann ich nicht zeigen. Und dann geht's hier einmal ums Haus rum. Hier kommt überall Rollrasen noch hin. Alles, was ihr seht, überall Rollrasen. Also wir haben so quasi am Haus vorbei, 4 Meter breit, haben wir hier eine Rasenfläche. Da werden wir auch unter Umständen hier Hochbeete hinknallen. Ihr wisst ja, ich liebe Pflanzen und so. Dann werden Hochbeete, Tomaten, Kräuter, wird alles hier hinkommen. Hier haben wir eine kleine Terrasse. Die wird noch größer. Die ist jetzt relativ klein, aber zu klein. Ja, die wird noch ein bisschen erweitert. Hier vorne kommt noch ein bisschen was. Da hinten vielleicht auch noch eine Reihe. Und hier noch was, wird erweitert. Also schöne Grillecke, gibt es vielleicht einen Grillstream. Mal Grill, er sagt Grill. Schönes Gartenhäuschen, kann ich natürlich jetzt auch nicht ganz. Ist jetzt zu scheiße, aber da gibt es auch nicht so viel zu sehen. Ja, also das ist so Gartenstyle. So, und jetzt geht's wieder rein. Und Schatz, ich muss dich mal kurz was fragen, wir müssen nur deine Stimme hören, ne? Hätte man dich vor 15 Jahren gefragt, ob du dir vorstellen kannst, mit so einem Traummann mal ein Haus zu kaufen, was hättest du gesagt, das kannst du dir vorstellen oder nie im Leben, dass mir sowas Gutes passiert? Das hier müssen wir einmal dein Outfit OOTD führen. Sieht ja nicht aus wie der typische Albtraum eines Nachbars und eines Deutschen. Mit seinen Latschen und mit seinen Socken da drin. Es fehlt eigentlich noch, es hätten weiße Socken sein müssen. Dann wärst du der absolute wahr gewordene Traum gewesen. Ich finde, es hat Stil. Schreib es in die Kommentare. So, und ich muss direkt nochmal sagen, was ich so am Haus kaufen, wenn jemand von euch vielleicht mal ein Haus kauft oder drüber nachdenkt. Bestimmte Sachen sind echt nervig, gerade hier bei unserem Wohngebiet hier sind viele Sachen vorgegeben. Man guckt in die Bücher rein, was darf man, was darf man nicht. Es gibt strenge Regularien. Du darfst dir den Baum pflanzen, du darfst dir das Obst im Garten pflanzen, du darfst dies, du darfst das. Du darfst nur bestimmte Zäune, bestimmte Zaunhöhe. Also das finde ich echt abfuck. Du kaufst dir ein Haus und darfst nicht jeden Zaun nehmen, den du willst, aber man hat schon eine relativ große Auswahl. Es ist jetzt nicht so, dass du auf ein paar Dinger beschränkt bist, das ist schon sehr, sehr viel. Und ob am Schluss jemand meckert, weiß man auch nicht. Ja, wisst ihr, ich meine. Hier kommt noch eine Treppe hin, das sieht natürlich alles im Ruhe. Ein bisschen gespart. Ja. Boah, muss man echt aufpassen, jetzt bin ich mit dem Hund hier hoch. Ja, die Zimmer sind zwischen 17 und 19 Quadratmeter. So bodentiefe Fenster, auch das finde ich sehr geil. Estrich kommt hier natürlich noch rein. Ja, auch hier wieder nicht nur bodentiefe Fenster, sondern auch diese Geschichte hier oben. Feier ich, weil einfach wirklich mehr Licht reinkommt. Wir wissen tatsächlich noch nicht, was wir für Zimmer hier reinmachen. Also es gibt viele Kriterien, die wir beachten müssen, weil ich einen Grillstream machen muss. Kameratechnik, Tontechnik runter, blabliblub. Aber ja, am liebsten natürlich Schlafzimmer. Zur ruhigeren Seite, das wäre diese Seite. Ja, dann haben wir noch ein Zimmer, das ist hier eher zur nicht ruhigeren Seite. Also definitiv, es wird ein Streamingzimmer geben. Eins der beiden Zimmer gerade wird höchstwahrscheinlich oder im Erdgeschoss. Eins gucken wir mal. Wir brauchen Streamingzimmer, wir brauchen Kinderzimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmer. Das ist alles kompliziert. Zu kompliziert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe euch das Zimmer gezeigt. Hier kommt die Dusche und also Badezimmer Nummer 2 hin. Wir haben 2 Badezimmer. Genau, und da kommt auf jeden Fall eine bodenebene Dusche, es kommt eine schöne Badewanne rein. Ihr müsst euch so vorstellen, bei diesem Haus ist es so, man hat bestimmte, wir haben das Haus so gekauft und bestimmte Sachen sind im Preis mit inbegriffen, wie die Badezimmer oder bestimmte Bodenarten. So, es ist aber nicht alles mit drin. Wir konnten uns auch entscheiden, machen wir den Boden selber, lassen wir das vom Bauträger machen, wir machen es selber. Wir sparen sozusagen, weil wir die Böden und so selber machen. Ich finde so, gerade Badezimmer, ich bin bei meisten Sachen nicht so anspruchsvoll, aber gerade Badezimmer, bodenebene Dusche und so ist mir sehr wichtig. Ich will gute Qualität, aber übertreibe jetzt auch nicht die Lage. Küche ist nicht im Preis mit drin gewesen. Da hauen wir dann auf die Kacke, das ist natürlich wichtig. Ja, also hier ist so, hier ist unser Badezimmer. Dann geht's hoch in die dritte Etage. Also ich nehme auch einmal die Kamera an. Also wir haben hier dann noch die letzte Etage. Wir haben noch eine riesige Dachterrasse. Also sie kommt jetzt gerade, finde ich, mit der Kamera gar nicht so groß rüber. Wir können noch nicht raus, weil hier ist noch nicht alles fertig. Wir finden etwas zu groß, ne Schatz? Ja. Ja, so zu, oder die Hälfte noch als fünftes Zimmer. Wir haben hier nämlich noch ein sozusagen Abstellkammer, aber wir nehmen es auch als Zimmer als fünftes. Also dann haben wir unser fünftes Zimmer. Hier lassen wir ein Fenster noch einbauen. Wir haben keinen Keller. Also wir müssen irgendwie, ein paar Sachen werden bei Fadi untergebracht, so die unsinnigen Sachen. Aber mein Vater, da machen wir Abstellkammer rein. Ne? Also am geilsten würde ich hier oben daneben der Dachterrasse das Schlafzimmer finden, sage ich euch ehrlich. Kinderzimmer würde ich auf jeden Fall bevorzugen, eigentlich hier in dem kleinen Raum. Wäre dann halt nicht mit einem Schlafzimmer auf einer Ebene, was so ein bisschen stören würde, aber es ist ja nicht unbedingt notwendig, das daneben mit Babyfon oder so. Ich glaube, da sind wir keine Rabeneltern, wenn wir es nicht machen, oder? Wann ziehen wir ein? Wir ziehen voraussichtlich
spätestens am 30.08. ein. Wohnung ist zum 31.08. gekündigt, Internet ummelden und bla bla bla, alles, was man da noch machen muss. Ich wollte das Video gar nicht zu lang machen, weil es noch ein Rohbau, so viel könnt ihr ja noch nicht sehen. Ja, und dann schreibt mir in die Kommentare, was euch noch interessiert, was ich jetzt nicht gesagt habe. Ich mache da, wenn es viele Leute schreiben oder wenn es viele Likes gibt auf das Kommentar, mache ich ein Video. Oder wenn es mir einfach so gefällt, mache ich auch ein Video. Und dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Höchstwahrscheinlich werden wir dieses Hevea-Holz nehmen. Was sagten Sie, die Rosette hier? Genau, das passt jetzt zum Stab halt von der Sache her. Genau, die Rosette. Die werden wir, ja, wird dann in der gleichen Farbe sein.